Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich komme aus meinem Loch hervorgekrochen und schäme mich. Zu Recht. Aber es muss weitergehen. Und es ging schon weiter, nämlich im schönen Stream. Der auch hoffentlich noch hochgeladen wird vor dieser Folge. Also der schon hochgeladen wurde, hoffentlich. Ja. Genau, da haben wir uns um den Vulkan weiter gekümmert. Ja. Da können wir jetzt ja mal rüber gehen. Fahren. Um uns das anzuschauen. Ich habe wieder kein Minecart dabei. Das ist erstaunlich, wie ich die immer verliere. Die sind alle im Vulkan. Ja, egal, hier ist noch ein Eisenblock. Da zimmere ich mir kurz ein Minecart raus. Ja, die Minecart-Strecke ist auch noch unterbrochen irgendwo auf dem Weg. Och, stimmt. Aber da kommt man durch. Na gut. Das habe ich schon im Stream getestet. Aber jetzt muss ich es wieder leiser machen. Ach ja, ich auch. Damit man das nicht im Nachhinein editieren muss. Ich hoffe, ich fahre da nicht hinten drauf, da wo es langsam wird. Aber ich glaube eigentlich. Ach, es wird nur langsam, oder wie? Naja, man rutscht so über einen Block ohne Schienen und dann fährt man ganz langsam weiter. Ah, okay. Ach, tatsächlich. Ah ja, passt. Hier wurden nämlich Dorfbewohner transportiert im Stream, ja. So viel kann man ja schon mal sagen. Ja. Wird auch gleich zu sehen sein, warum. Oh ja. Für eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Zwischenprojekt. Gut, dass du es Zwischenprojekt genannt hast. Ja. Sehr viele unserer Projekte sind irgendwie Zwischenprojekte. Ja, leider. Aber das ist ein schönes Viadukt hier. Die Bahnstrecke muss auch genutzt werden, wenn man es schon gebaut hat, so aufwendig. Ja. Die wird doch oft benutzt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin die tatsächlich ab und... Oder ich fahre die öfter mal immer mal wieder lang, weil ich es cool finde. Ja, ich jetzt auch. Ja, du musst... Aber doch, nee, ich finde es halt auch cool einfach, weißt du? Ich will halt auch nicht immer fliegen, so. Ja, ja, natürlich. Ist ja langweilig. Muss er mal entschleunigen. Ich hab da Eisen vergessen. An der Wand da hinten? Ja. Das ist Deko. Das ist die Ästhetik. Ja, ja. Schon eine lange Bahnstrecke. Ja, das ist aber cool. Aber besser als laufen. Ja, wobei es ja auch ein Pferd bereitsteht im Vulkan. Ja, im Vulkan, da hast du das Problem. Es gibt sogar einen Unterwassertunnel aus Glas. Ja. Warum geht denn da die Bahnstrecke nicht durch? Das wäre doch viel cooler. Können wir ja umbauen. Nee. Außerdem gibt es einen Unterwassertunnel auf der Bahnstrecke, wenn auch nur einen sehr kurzen. Der ist ein Witz im Gegensatz zu dem anderen. Ach ja, der schöne Vulkan, der noch lange nicht fertig ist, da fehlen noch Bäume. Ja. Meinst du, den kriegt man dieses Jahr noch fertig? Oh, das wird schwierig, glaube ich. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie viele Zwischenprojekte noch anstehen. Es kommt drauf an, wie aktiv wir an dem Vulkan arbeiten. Wenn wir aktiv dran arbeiten, wird er auf jeden Fall fertig. So viel ist das nimmer. Ja, wenn. Wenn. Gleich kommt der coole Unterwassertunnel. Ja. Wo die Sonnenstrahlen so schön durchscheinen und die FPS sich halbieren, während man durchfährt. Ja. Oh, aber... Ah, nee, die Bahnstrecke, die andere, direkt... Oh, oh. Ah. Ah, jetzt habe ich jetzt gut. Oh, jetzt habe ich zwei. Okay. Ja. Ach, mein Ton muss ich wieder hochstellen. Oh, ja. So. Ich auch. Da ist ein Enderman im Wald. Pass lieber auf. Ich fliege einfach. Oh. Ja. Weißt du, den Weg, den muss man auch mal benutzen, der ist cool.
Sind alle Creeperlöcher aus dem Stream inzwischen beseitigt? Ja. Ah, sehr gut. Oh, das Portal ist noch aus. Ich habe mein Feuerzeug jetzt auch nicht parat. Ich auch nicht. So, wie man hier sehen kann, wir haben mit unserem Lavagraben außenrum angefangen im Stream. Wir haben die Lavafarm massiv erweitert. Oh ja. Und für das Eisen, was wir dafür gebraucht haben, haben wir hier so eine kleine Eisenfarm gebaut. Und da sind die Dorfbewohner drin, die hierher transportiert wurden. Ja. Hier spawnen die Golems. Ah, perfektes Beispiel. Und dann verenden die da und droppen Eisen. Haha. Richtiges Opfer. Funktioniert wunderbar. So. Ich würde sagen, da ist schon wieder ein Loch in der Wand. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich mal komplett schlafen. In dem ganzen Graben, ja, in dem ganzen Graben die Erde platzieren, wo die Lava ungefähr sein soll. Ich würde sagen, bis hier bleibt die Lava auf der Höhe, wo sie jetzt ist. Und dann gibt es hier so einen Lavafall und hier unten ist dann irgendwie, keine Ahnung, auf der Höhe nur erst der Lavasee. Und wir müssen schauen, ob wir diese Höhle hier nicht irgendwie benutzen wollen. Jetzt, wo ich das hier so sehe, sollen sollen wir das anders machen? Nein. Wobei, hier geht es ziemlich... Ich habe schon überlegt, ob wir einfach diese Höhe beibehalten sollen und einfach dann den Lavasee hier größer machen und halt noch wirklich große Inseln dann hinbauen. Weil das Ding ist, ich weiß nicht, ob das gut aussieht, wenn wir so einen Lavafall haben. Weil dann ist ja kein richtiger Lavagraben mehr, weißt du? Na, dann ist ja doch, nur halt auf verschiedenen Höhen, so wie hier bei den zwei Lavaseen. Ja, aber dann ist es ja so eher so ein Fluss quasi, der außen rum geht. Und dann ist nicht so eine Insel hier in der Mitte, ich weiß nicht. Eine Insel ist trotzdem. Ja. Ja, aber ich habe so gedacht. Und das ist voll die Platzverschwendung ansonsten. Also gut, man kann schon noch Inseln drauf dass bauen. Dass man halt große, also wirklich große Inseln dann baut. Dass man ist zum Beispiel auch, also... Weil das ist ja eine riesige Fläche hier. Ja. Aber das wäre halt viel einfacher. Und ich glaube, es würde auch voll geil aussehen, theoretisch. Kann schon sein. Dann haben wir halt aber auch. Oder man baut so weniger. Dann haben wir aber auch weniger Platz quasi, um hier so eine Landschaft drauf zu bauen, die quasi hügelig ist, weil wenn wir das den See nach unten verlegen, haben wir das hier schon als so Hügellandschaft quasi. Ja gut, ich hätte aber hier auch noch was oben drauf gebaut quasi. Ja, und das, was auch, ich, das auch. Was ich gerade gedacht habe, ich hätte eigentlich hier irgendwo so eine Festung hingebaut. Ja. Aber wenn wir theoretisch den Lavasee so machen würden, könnten wir die Festung auch in den Lavasee reinbauen. Ja, das stimmt. Oder auf so eine Insel vielleicht auch. Ja, genau. Ja, und ist halt die Frage, ob wir die Höhle behalten wollen. Ach, die Höhle. Wenn wir die behalten wollen, dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden, wie man da einen Eingang macht, wenn der Lavasee so hoch ist. Aber führt die nicht irgendwo hier unten durch und dann wieder hoch? Ja, aber auch auf so einer niedrigen Höhe. Okay. Oder man macht halt oben einen Tunneleingang, der halt hier runterführt. Wobei man halt dann auch, wenn wir den Lavasee so machen würden, dann könnte man unter dem Lavasee noch so einen Geheimraum bauen oder so mit Glasdecke, wo man dann... Oder wir bauen da eine riesige Lavafarm rein, einfach unter den Lavasee, dann sieht man sie nicht. Alter, ja, das... Und dann das hat man da so einen, so einen Raum mit Lavadecke, das wäre bestimmt auch geil. Dass einfach der Vulkan unsere Lavafarm, unsere permanente wird. Dann das könnte man auch machen. Weil wir müssen ja sowieso da die Lava hinmachen, warum nicht dann gleich nutzen? Ja. Ja, weil ich habe mir schon nämlich so ab und zu überlegt, wie man das mit dem Graben außenrum machen soll. Und ich habe mir es immer schwierig vorgestellt, das mit Höhenunterschied zu machen. Ich nicht. Das war schon immer meine... Das war schon... als Tatsache festgelegt in meinem Kopf, dass das so gemacht wird. Also ich dachte auch, dass wir es so machen, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Oh, jetzt leuchtet wieder die Wand da, wo die Monster verbrennen. Und bei mir überall nicht. Flecken. Ach so, ja stimmt, du hast kein Dynamic Lights. Ja.
Ja. Aber. Also, das wäre doch eine Idee. Ja, und dann hat man auch so größere Lavaseen, weil das hat man ja im originalen Nether auch sehr oft. Ja. Da kann man ja irgendwie an einer Stelle so eine Fläche machen, wo gar keine Inseln sind und da kommt die Lavaform drunter und dann hat man da auch so, da können wir dann auch Strider reintun und so mehrere, dass die da rumlaufen und so. Wo sind denn die ganzen Eimer? Die habe ich alle im Inventar. Ah, kann ich mal die Lavafarm leer machen. Okay. Wir sind 4 Minecarts in den Truhen verteilt. Das ja, sind die, alles deine. Ja, ja, aber die waren von den Dorfbewohnern. Ja. Ne, 3 waren nur davon. 1 ist dein persönliches gewesen. Ja. Übrigens, hier. Hm? Wo kommen die denn her? Die habe ich mal gefunden. Du mal. Wie gefunden? Von mir geklaut? Du bist gestorben und irgendwann die lagen irgendwo rum, dann habe ich die halt, ich habe dann auch gesagt, oh, ich habe einen Stack Raketen gefunden, aber da hast du irgendwie gerade was anderes gemacht. Ah, das weiß ich nicht mehr. Das war im Stream gestern. Bin ich da gestorben gestern? Ja, doch, ich bin gegen den Baum geflogen mal mit dem Dreizack. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ja, kann sein. Aber das muss eigentlich mal anders gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass du da in der Nähe warst. Vielleicht war es auch in der Aufnahme davor. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hole mal ganz viel Erde. Ja. Was mache ich mit der ganzen Lava? Soll ich die in den Graben reinbauen? Ja, wenn du dazu Lust hast. Kann ich schon. Ja. Ich hatte zwar gedacht, das machen wir vielleicht im Stream lieber, aber andererseits... Warum? Aber sonst ist es quasi Verschwendung, weil wir haben Lava jetzt so gesehen. Ich leuchte mal hier unterm Lavasee noch ein bisschen aus, nicht dass hier Spinnen spawnen. Wobei, theoretisch könnten wir auch die Erde abreißen wieder. Unten drunter. Außer da, wo die Lavafarm ist. Ja, dann ist es wirklich ein kompletter Lavagraben. Also... Ne, nachdem die Lava drunter platziert drauf platziert wurde. Ach so, War ja eigentlich sogar der Gedanke, dass dann die Erde weggerissen wird. Ja, hätte ich dann eigentlich auch gemacht. Ja, dann ist es egal, ob es ausgerichtet ist. Ach so, ja gut, ich dachte, du meinst da, wo die Lavafarm dann hinkommt und so. So, ja, weil das da muss ausgerichtet auf jeden Fall sein. Ja. Aber da würde ich vielleicht auch einfach einen Glasboden machen und dann haben wir unsere Ausleuchtung. Ja. So. Ups. Du kannst ja auch schon, entweder du kannst noch Erde hinmachen dann, oder quasi Netherrack an die Wand weiter. Wie, was? Ich bin noch nicht fertig mit der Lava, aber ja. Ja, aber danach. Ja. Habe ich den falschen Shader drin? Weiß ich nicht. Meine Regenbogen-Outline ist weg. Gestern im Stream warst du noch da. Ja, ich hab mir die Config rauskopiert. Dachte ich habe sie nämlich raus gezogen. Und jetzt habe ich die hier nicht mehr. Ich stelle einfach auf Ultra. Oh, important error. Colored Lighting funktioniert dann mit Optifine. Aha. Das will ich auch gar nicht. Pff. Ach so. Ja, weil im Stream ging's noch.
Ja, da hatte ich, ich musste den neu runterladen, habe mir dann die Config gezogen, aber hab wohl nicht Steuerung gedrückt oder was auch immer man drücken muss, doch Steuerung, glaube ich. Manchmal also, ist Kopieren, manchmal ist Bewegen, ich glaube, je nachdem, ob du auf der gleichen Platte bist. Nee, also ja, ich glaube aber zum Bewegen musst du Shift drücken und zum Kopieren musst du Steuerung drücken. Ich bin mir dann nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist unterschiedlich. Aber es gibt ja auch quasi, wenn du nur Drag and Drop machst, ohne was zu drücken, dann ist es, Du von der gleichen Platte das machst, ist es Bewegen. Wenn du auf unterschiedlichen Festplatten das machst, ist es Kopieren. Ja. Aber ich drücke zur Sicherheit einfach eigentlich immer Kopieren. Ich drücke immer dann halt je nachdem Steuerung oder Shift, was man halt drücken muss. Ja. Geht schneller. Ach ja. Warte mal, warum mache ich das eigentlich von unten? Das macht doch viel mehr Sinn, das von oben zu machen jetzt. Hier ist übrigens schon wieder ein Loch im Vulkan. Diese dämlichen Enderman, Alter. Ja. Leider gibt es keine gute Problemlösung für das Dilemma. Doch. Was denn? Die Game Rule ändern, dass Enderman keine Blöcke mehr aufsammeln. Das ist nicht zielführend. Nee, würde ich auch nicht machen. Aber es wäre eine Lösung. Mhm. Bin mal gespannt, wie lange das dauert mit dem Ding. Ich glaube, das dauert eine ganze Weile. Die Lava überall hinzumachen? Ja. Das glaube ich auch. Vor allem, wenn wir jetzt so gigantische Lavaseen hier hinbauen. Ja. Egal. Dafür sieht es dann cool aus. Ich darf nicht vergessen, die Erdfläche auszuleuchten, sonst spawnt da überall Zeug. Ja, was ist mit dem Höhleneingang? Ach so, den würde ich einfach zubauen und dann können wir den neuen Höhleneingang von oben bauen. Na gut. Da können wir dann auch gucken, wo es am besten hinpasst. Oder vielleicht kann man hier irgendwo so einen kleinen Hügel hinbauen, wo dann quasi der Höhleneingang reingeht. Ja. So. Das wäre eine Idee. Ja. Immer noch mit der Lava beschäftigt. Ja. Das dauert aber ganz schön lange. Ja gut, die Farm ist jetzt relativ groß. Jetzt immer wieder Nachschub. Ja, wenn die einmal richtig voll ist, dann kriege ich das gar nicht alles mit einem Mal raus. Ich nehme auch immer nur so viel, wie halt in mein Inventar reinpasst. Ja.
Ach ja.